Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Wir gehen direkt in den Item Shop rein. Da haben wir hier momentan den Power Chord. Gucken wir mal, das ist die Gitarre, sechs Saiten. Hier vorne ist der Power Chord. Sieht ein bisschen aus wie eine Freiheitsstatue, allerdings in Pink Punk. So, ganz cool eigentlich das Ding irgendwo. Kriegt von mir 7 von 10 Power Chord. Schauen wir mal, was haben wir da momentan? Das ist ein legendäres Outfit für 2000 V-Bucks. Gut, 2000 V-Bucks finde ich für sie viel dafür, aber gut. Hier haben wir 3,93 von 5 bei 154 Votes, 291 Reminders. So, als nächstes haben wir die Anarchie X oder die Anarchie Hacke mit dem Nietengürtel drumherum, ein bisschen pink und da unten ein Totenschädel. Ja, schau mir ganz witzig das Ding. 7 von 10. Anarchie. Wo ist es denn? Das ist dann da, die Anarchie X. Und die hat hier momentan 3,19 von 5 bei 26 Votes, 17 Reminders. Dann sind wir hier beim Stage Dive. Und ja, es ist ein Standardgleiter, aber irgendwie mit den Nieten da an der Seite. Hier dieses Gittergeflecht ist eigentlich schon irgendwo gar nicht mal so schlecht, das Ding. Ne? Ist ein Standardgleiter. Bekommt deswegen aber trotzdem 5 von 10, auch wenn ich kein Fan von Standardgleitern bin. Aber finde den gar nicht so schlecht. Den Stage Dive. Und hier haben wir momentan 2,8 von 5 bei 15 Votes. Sind wir hier auch schon durch? Dann sind wir bei der 4. Oh, die ist so geil, ne? Die ist so geil. Auch da hinten dieses Backpack. Führer finde ich mega nice und jeder, der gerne mal Vikings gesehen hat oder so, alter Vater, ich finde die kultig. Die sieht richtig nice aus. Kriegt von mir 9 von 10. Führer. Alter, ich feier die so hart. Ich bin ja schon überlegen, ob ich sogar 10 Punkte drauf gebe. Brutal, echt brutal. Führer. Jo, da haben wir momentan, was ist das? 3,79 von 5 bei 14 Votes, 12 Reminders. So, dann haben wir den Jäger. Ja, da finde ich, ist schon geil. Also hier, wenn man hier guckt, da auf der rechten Seite hier auch dieser Schneeleopard oder was das sein könnte, was Säbelzahntiger. Und ja, ist schon kultig, ne? Problem ist, dass der gleichzeitig rauskam, also in der gleichen Season wie damals der Ragnarök. Und da muss ich sagen, der Ragnarök ist halt meiner Meinung nach noch viel geiler. Deswegen der Jäger, ich finde den auch nicht so gut wie die Führer. Und deswegen kriegt er von mir, aber ich finde ihn trotzdem geil, kriegt er von mir 7 von 10, der Jäger. Aber nur, weil tatsächlich, erstens Führer finde ich besser, zweitens Ragnarok kam auch raus. 3,83 von 5 bei 12 Votes für 1500 V-Bucks. Das ist schon gut. So, die Streitaxt ist mega geil. 9 von 10. Absolut oberknallermäßig, die Battle Axe. Hier 4,44 von 5 bei 9 Votes. Als nächstes haben wir hier die Stoßzähne. Bei mir habe ich das Gefühl, ich müsste tatsächlich irgendwie. Kommt kein Sound? Ah doch, hier ist Sound. Die Stoßzähne, lassen wir nochmal aufklappen. Jetzt hört man es wenigstens auch. Ja, sehen eigentlich auch ganz cool aus. Auch da überall die Runen eingeritzt. Auch wieder mit diesem blauen
Leuchteffekt. Idee ist eigentlich ganz nice. Also kriegt von mir 6 von 7 von 10. So, was hat denn dieser Task? Wow. Sogar richtig starke Noten. 4,33 von 5 bei 6 Votes. Aber es ist nicht so oft gewotet worden, aber ist schon. Ich finde die cool, ne? Mega geil, der Wildcard. Definitiv absolut kultig. Habe ich ja erst meine Noten drauf gegeben. Ich denke, das können wir jetzt auch überspringen, weil ihr habt das ja alle gesehen. Dann sind wir beim Rebell. Und also kommen wir zu den Daily Items. Der Rebell für 1500 V-Bucks. Ein episches Outfit. Ja. Der Baseballschläger sieht cool aus. Etwas schlichter Skin kriegt von mir, sieht aber trotzdem nicht schlecht aus, kriegt von mir 6 von 10. Der Rebel, wie heißt denn das Ding hier überhaupt in der normalen? The Maverick. The Maverick. Hier, The Maverick. Mit 3,43 von 5 bei 30 Votes, 61 Reminders. Und jetzt kommen wir zu einem Ding, das finde ich mega kultig. Kriegt von mir 10 von 10. Ich finde das Fluttervieh einfach nur mega, mega, mega geil. So oberhammerwitzig. Das Einzige, was mich tierisch abfacken würde, muss ich ehrlich sagen, guckt euch das an. Das ist eigentlich einerseits ganz witzig, aber ich hatte vor kurzem die Situation, da hatte einer diesen Flappy Flyer, also das Fluttervieh. Und Alter, ich bin bald wahnsinnig geworden, als er das Ding ständig auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu gemacht hat. Ich bin bald durchgedreht. Ich habe gedacht, sag mal, ey, Kollege, du, jeder kriegt mit, dass du da bist, ja, ohne Scheiß. Das ist der einzige Nachteil daran, also dass dieses Öffnen der Sound mega nervig sein kann. Aber das Ding ist trotzdem geil. 10 von 10 für den Flappy Flyer. Was haben wir denn da momentan an Noten? 4,13 von 5 bei 15 Votes. Dann haben wir den Grill-General, den Grill-Sergeant. Auch hier verstehe ich, oder hier verstehe ich halt überhaupt nicht, warum. Wofür? Für 800 V-Bucks. Ja, und ich kann dem nichts abgewinnen. Also kriegt von mir 3 von 10 oder 4 von 10 der Grill Sergeant. Ich kann mit dem einfach nichts anfangen. Das ist für mich, ich weiß auch nicht, warum der im Spiel ist. 3,88 von 5 bei 32 Votes. 60 Reminders. Boah. Den Saxophon, ich finde ich oberkultig, kriegt von mir 9 von 10. Sex it up. Und sex it up, sex it up, sex it up. Wo ist denn er? Schon was. Ah, phone it in heißt das, nicht sex it up. Phone it in, sex it up. Phone it in. 4,9 von 5 bei 30 Votes, 211 Reminders. Das ist aber auch geil, das Ding. Also, so haben wir hier eine neue Picke für 800 V-Bucks. Sternenstab. Oh. Oh. Ui. 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 Ha. Ja, das sind mal wieder die richtigen Farben, ne, für den Gleichi. Der sagt sich dann, oh mein Gott, what the hell, was soll das?
Ja, jeder, der mich kennt, weiß, das ist nicht das Ding, was der Herr gleich mag. Und deswegen kriegt das Ding. Okay, ich finde die Effekte, muss ich sagen, die Effekte finde ich schön. Ja? Also, was heißt schön? Es ist grausam von den ganzen Farben her, ja. Aber es sieht, also die Effekte sind schon cool gemacht irgendwo, ja. Also das gibt dem Ganzen doch nochmal etwas bessere Note, als ich es normalerweise geben würde. Aber sorry, Leute, ey, macht das Ding von mir aus in Schwarz und nicht mit so einem goldenen Stern. Oh, und da unten in Regenbogenfarbe, oh, und Schleifchen und Sternstab, wegen seinem Effekt kriegt der Sternstab trotzdem von mir 5 von 10 und das war es dann aber. Also optisch gesehen eine glatte 0. Effekte ganz schön. Also irgendwo, 5 von 10 von mir aus. Also, das ist Star Wand und jetzt kommt der Oberknaller. Das ist nämlich die Note 1 von 5 bei einem Vote. 17 Reminders. So. Alter, das Ding, ne? Ohne Scheiß, das Ding hier werde ich so schnell nicht vergessen. Das Lufthorn. Ich finde das ja auf der einen Seite ganz cool, aber es macht nicht wirklich viel Spaß, wenn dich irgendeiner genockt hat und sich dann sofort, also sich mit dir einboxt. Und sich dann so vor dich stellt und dieses verfluchte Drecks-Lufthorn spielt, ja. Ich hätte dem am liebsten in die Fresse hauen können, ja. Ich konnte leider nicht, weil ich da unten am Boden lag. Ja, der Herr sofort hat das dann für mich übernommen. Aber da war ich dann schon tot. Also, nichtsdestotrotz, Lufthorn ganz cool. Und, Lufthorn kriegt von mir 8 von 10. So, das Airhorn. Jo, Leute, haben wir hier 4,25 von 5 bei 8 Votes. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir nehmen wir gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.